Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schminken wir mal ein Full Face mit Elf Cosmetics. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich war dafür jetzt nicht irgendwie extra shoppen. Das heißt, ich habe auch leider eine Lidschattenpalette, die jetzt nicht mehr so verfügbar ist. Das ist diese Mint Melt Palette. Aber diese 5er Paletten sind generell super, super toll. Da könnt ihr auch gerne mal einfach auch in der Infobox vorbeischauen. Da habe ich euch alle Produkte verlinkt. Ihr bekommt die Produkte ja sowohl teilweise in der Drogerie, teilweise online, teilweise im Laden. Ich glaube auch bei Müller müsste es da eine Theke geben. Aber auch bei Douglas. Ne? Und ich starte jetzt auf einer Gesichtshälfte. Dann nehme ich, glaube ich, die hier mit dem Sea Bright Putty Primer. Da hatte ich mal so eine kleine Größe, so eine Probegröße, als ich tatsächlich auch bei Elf direkt bestellt habe. Das geht nämlich auch total unproblematisch. Und ich habe sehr viele von diesen Putty-Produkten, genau. Nehme mir da so ein bisschen was auf meinen Fingernagel und guck mal, ob ich damit mein Gesicht primen kann. Das soll dann ja quasi so ein Zwischending zwischen einem Putty Primer oder dem Putty Primer sein. Und gleichzeitig soll das ja auch irgendwie ein bisschen Strahlkraft geben. Fühlt sich auf jeden Fall nicht so trocken an wie der normale Putty Primer. Den mag ich nämlich leider nicht ganz so gerne. Und für die andere Seite nehme ich den Power Grip Primer. Hier haben wir Niacinamide drin. Auch das ist eine kleine Größe, die ich hier habe. Und Wirkstoffe scheinen tatsächlich bei Elf auch gern gesehen zu sein. Die haben ja auch so Skincare-Produkte, ne? Und deswegen finde ich das immer sehr, sehr angenehm, wenn du auch diese ganzen Wirkstoffe auch in deiner dekorativen Kosmetik drin hast. Da solltest du aber halt immer schon ein bisschen aufpassen, was du mit was kombinierst. Also wenn du im Vorfeld schon eine Gesichtspflege aufgetragen hast, dass du da mit den Wirkstoffen auch aufpasst, dass die ganzen sich vertragen, ne? Gut, der ist wirklich sehr interessant, weil das macht wirklich Power Grip, ne? Das ist was ganz, ganz anderes als auf der Seite. Der zieht auch direkt weg. Das ist ja Wahnsinn. Hinterlässt ein wirklich klebriges Gefühl. Boah, krass. Damit könnte ich jetzt irgendwas durch die Gegend tragen, glaube ich. Als Foundation verwende ich auf beiden Seiten die Camo CC Cream. Ich habe sie in der Farbe Fair 120. Die ist super pastig, also schaut einmal so aus. Passt farblich bei mir aber eigentlich echt gut, weil die auch so einen leicht, ja, rosa, peachy Unterton hat. Vielleicht ist die auch noch ein bisschen hell. Mal gucken, ob ich jetzt zum Geist werde. Wow, die Deckkraft ist aber wirklich heftig, ne? Aber ich kenne die ja. Aber wenn ich mir das jetzt hier so beim Hals angucke, ne, und man die andere Gesichtshälfte außen vor lässt, sieht man, dass es tatsächlich farblich passt. Also es sieht wild aus, wenn man mich von vorne sieht, aber es sieht passend aus, wenn man mich von der Seite sieht. Das ist immer total spektakulär. Also mein Körper ist heller als mein Gesicht. Und ich kann definitiv Deckkraft vertragen, weil meine Mr. Fried Ausflugsfamilie ist am Start. Wow, ja, also die deckt dir wirklich alles ab, was du nicht zeigen willst, ne? Full Coverage, hallo. So, dann blende ich mir das Ganze mit einem angefeuchteten Schwämmchen ein. Also was ich wirklich toll finde, ich habe hier ja wie gesagt so Unreinheitengeschichten, das krallt sich nicht so da dran. Es ist trotzdem noch irgendwie reichhaltig gepflegt und setzt sich nicht so an den trockenen Stellen ab. Die Foundation ist wirklich, wirklich gut. Ich habe die aber auch schon mal verwendet und euch auch gezeigt, ne? Also die ist schon eine Weile bei mir in der Sammlung. Und das ist halt eine ganz, ganz, ganz empfehlenswerte Geschichte. Man muss da einfach mit der Farbe ein bisschen schauen. Aber das hier ist ja nur die, ja, Leinwand, auf die ich gleich zeichnen werde. Und die sitzt auf beiden Seiten wirklich gut. Hier habe ich tatsächlich noch minimal mehr Glow. Aber nur minimal, ne? Und hier ist das Ganze auch sehr, sehr gut. Also ich mag beide Primer wirklich auch gerne. Da muss man auch einfach schauen, was für einen so besser ist, würde ich sagen. Ja, aber machen beide guten Eindruck, ne? Dann habe ich einen Concealer und zwar ist das der Hydrating Camo Concealer. Ich habe den in der Farbe Fair Beige und das war auch mal ein super gehyptes Produkt. Ich weiß gar nicht mehr, warum da nicht mehr so viel drüber gesprochen wird. Hat ein mega riesengroßes Füßchen und das blende ich mir mal mit dem Schwämmchen ein. Auch das vollkommen problemlos, hat eine schöne Deckkraft mit dabei. Mag ich sehr, sehr, sehr gerne leiden. Wow. Als nächstes verwende ich einen Eye Primer und auch das ist ein Putty Eye Primer. Dieses Putty haben die ja echt, oder Putty, diese Reihe haben die viel. Oh. Nee, den verwende ich nicht, der ist mir leider eingetrocknet. Schade, Schokolade, ich habe ein bisschen zu lange gewartet, um mein Fullface zu schminken. Ciao. Das heißt, der Concealer wird hier als Augenprimer reichen müssen? Nee, ich mache mir meinen drüber, den ich noch in meinem Project Pen habe, den von Elf, von Essence. Ich glaube, das ist gerade ein bisschen besser, weil ich keinen Bock habe, dass da jetzt irgendwie nachher was stained oder so. Wobei der Lidschatten geht eigentlich. Egal. Aber dann nehme ich jetzt aus meinem Project Pen meine Essence Eyeshadow Base.
So, dann habe ich hier den Putty Bronzer. In welcher Farbe habe ich dich denn? Feeling Shady ist es quasi, ja. So schaut der aus. Den habe ich bislang auch nur einmal geswatcht. Und dann nehme ich mir jetzt wirklich einfach meinen Foundation-Pinsel, mache den ein bisschen hier auf dem Handtuch sauber, ne? Gehe dann hier rein, lade den Pinsel so ein bisschen auf. Dann gucken wir mal. Ja, das ist nämlich ein richtig toller, aschiger Ton. Man muss ein bisschen aufpassen. Es gibt auch diese Putty Bronzer in Glowy. Da muss man schauen, dass man sich nicht vergreift. Aber wie gesagt, ich habe euch die Produkte in der Infobox verlinkt. Da verlinke ich euch natürlich beim Bronzer auch die matte Variante. Ist eher ein Konturprodukt, ne? Weil sehr, sehr aschig. Auf jeden Fall in dieser Farbe. Lässt sich aber toll aufbauen. Für das Fännchen ist mein Pinsel jetzt ein bisschen zu groß, aber das ist nicht schlimm. Dann baue ich das immer nach und nach auf. Ne? Hätte man jetzt einen kleineren, könnte man das wahrscheinlich... Traue ich mich? Nein, ich gehe da jetzt nicht mit dem Schwämmchen rein. Auch das, ne? Ein Produkt, was damals so im Hype war, aber dann irgendwie von der Bildfläche verschwunden ist. Vielleicht nenne ich dieses Video auch, ich grab sie wieder aus, Full Face 11 Produkte, keine Ahnung. Weil diese super krassen neuen Produkte habe ich ja gar nicht hier. Die habe ich mir gar nicht für das Fullface bestellt, weil ich mir gedacht habe, vielleicht habt ihr ja auch noch die alten Standardprodukte bei euch, genauso wie ich. Richtig, richtig, richtig cool. Also man sieht halt wirklich, dass ich hier auch ein bisschen hochgegangen bin, aber das ist nicht schlimm. Ich hole ja gleich den Blush noch mit dabei, ne? Weil erstmal trinke ich mir einen Schluck. Dann habe ich hier nämlich den Putty Blush. Das ist dieser hier. Und auch, also ja, so ein festes Produkt habe ich in der Farbe Tahiti. Und auch der, ne, ist halt fest. Da gehe ich jetzt hier mit meinem Foundation-Pinsel wieder rein. Und trage ihn mir auf. Oha, ja, Es wird ein bisschen intensiver, aber das ist nicht schlimm. Denn ich habe ja keinen Bronzer in dem Sinne. Das heißt, die Frische und Wärme darf dann gerne durch den Blush, ja, Blush kommen. Also auch ein bisschen über die Nase. Als hätte man im Winter quasi einen Herbst, Winter, wie auch immer, einen kleinen Sonnenbrand auf der Nase. Vom Skifahren, genau. Sagte die, die wirklich so gar nicht wirklich Skifahren kann und das letzte Mal ihren Skilehrer umgefahren hat. War schon ein paar Jährchen her. So, ja, schön, oder? Also ich mag das gerne leiden. Ich werde da gleich am Auge noch ein bisschen verblenden, weil das sieht wirklich aus, als hätte ich einen Sonnenbrand mit einer Skibrille bekommen. Aber erstmal auftragen. Und das verträgt sich halt alles super zusammen. Was man natürlich hofft, wenn man ein Fullface von einer Marke schminkt, dass die Produkte auch aufeinander abgestimmt sind. Ist aber tatsächlich leider, leider nicht selbstverständlich. Guck, und wenn ich nämlich dieses Konturprodukt mit dem Blush auch ein bisschen verblende und verbinde, dann sieht das sehr harmonisch aus. Und ja, wie gesagt, ich muss jetzt hier mit dem Schwämmchen noch ein bisschen das Ganze verblenden. Aber so fühle ich mich wirklich wohl. Ne? Also das mag ich leiden, das ist eine schöne Base. Jetzt nehmen wir uns mal ein Puder. Da habe ich hier das Halo Glow Setting Powder. Das ist einmal dieses Schätzelein. Das ist lose, werde ich für mein komplettes Gesicht verwenden in der Farbe Light Clear, was auch immer. So schaut das Puder dann aus. Und dann nehme ich mir zuallererst von Maxim einen Mini-Puffel. Arbeite das in meiner Handinnenfläche ein. Denn unter den Augen will ich jetzt nicht unbedingt Stückchen oder so haben. Gebe es auch auf meine Augen damit drauf. Und das mache ich halt erstmal überall dort, wo ich auch Concealer aufgetragen habe. Das sind ja eh die Stellen, die ich dann etwas ja, mehr abgedeckt haben möchte und dementsprechend auch mehr gesettet haben möchte. Für den Rest vom Schützenfest gebe ich mir wieder ein bisschen was hier rein. Nehme mir einen fluffigen Pinsel. Übrigens sind die Pinsel von BH Cosmetics, die ich heute verwende. Arbeite das in meinen Pinsel ein. Klopfe ein bisschen ab. Und sette dann mein Gesicht damit. Eine Staubwolke steigt auf. Und so sehen wir auch gar nicht mehr aus wie ein Geist, sondern wie ein Mensch. Und das finde ich gut. Ne? Also das ist halt immer die Sache. Ich habe meistens etwas hellere Foundations, weil mein Hals zu hell ist. Und dann passt das halt besser zusammen. Aber mit Blush und Bronzer kann man das Ganze halt noch halt entsprechend angleichen, sodass man gesichtstechnisch ein bisschen entspannter aussieht. Ja, und das gefällt mir richtig, richtig, richtig gut. Also man sollte sich definitiv die Marke mal anschauen, falls man es noch nie so gemacht hat. Ne? Ich, wie gesagt, alles in der Infobox verlinkt. Ich habe jetzt ein Highlighter. Das ist eine Palette, die habe ich mal vor Jahren von, ja, ich weiß gar nicht, irgendwem, von einer Kollegin auch in einem Tauschpaket drin gehabt. Das ist diese hier. Ich habe sonst auch keinen anderen Highlighter von Elf. Ich weiß auch gar nicht. Ich meine, dass dieser Ton hier unten auch als Highlighter ganz normal zu haben ist. Das ist die Farbe... Links unten. Metallic Effect.
Okay, keine Ahnung. Ich meine, dass es den halt im Standardsortiment geben sollte. Nehme mir jetzt einfach einen Highlighter-Pinsel dafür und trage mir den auf. Ja, der ist auf jeden Fall intensiv. Die anderen Farben passen mir persönlich leider nicht ganz so gut, aber wenn man einen Augenlook schminkt, kann man diese Palette halt gut auch verwenden. Weil manchmal hast du ja in Paletten nicht irgendwie so einen hellen Schimmerton drin oder einen sehr hellen Schimmerton. Da eignet die sich halt echt gut, ne? Genau, deswegen mache ich mir jetzt mal hier überall so ein bisschen Highlighter drauf. Und das sieht wirklich natürlich aus von der Base her. Das gefällt mir richtig gut. Als nächstes nehme ich einen Augenbrauenstift. Da habe ich hier den Ultra Precise Brow Pencil. Wow. Taub ist die Farbbezeichnung. Da haben wir auf der einen Seite ein Spoolie und auf der anderen Seite kann man das Ganze hochdrehen, ne? Und damit kann man halt super easy die Augenbrauen nachzeichnen, weil die Spitze auch sehr schön präzise ist. Das Ganze auch schön mit dem Bürstchen einarbeiten. Und hat dadurch halt wirklich eine tolle Augenbraue, ne? Mag ich. Dann nehmen wir uns mal die Lidschattenpalette vor. Es wurde sich auch schon oft von mir gewünscht, dass ich so einen Drogerie-Look in Grün schminke. Das ist mit dieser Palette einfach so einfach möglich, weil da so gute Töne drin sind. Und die werde ich jetzt einfach mal dafür verwenden. Das ist die Mint Melt Palette von e.l.f. Das war eine Limited Edition, die auch wirklich sehr, sehr auf YouTube promoted wurde, gezeigt wurde. Ich glaube, ich hatte sie damals auch mal gezeigt. Und dann nehme ich mir zuallererst diesen hellgrünen Ton. Also wir haben mal einen hellgrünen Ton, einen dunkelgrünen Ton, sowohl in matt, ne, die beiden sind matt, als auch die beiden Schimmertöne. Das ist halt auch so ein ganz grünliches Silber und das ist ein krasser Grünton. Wunder, wunder, wunderschön. Und ja, dann nehme ich mir zuallererst den hellgrünen Ton auf und nimm den ordentlich auf, weil er eher pastellig ist und setze mir den auf mein Lid und auch so ein bisschen hier innen rein und in meine Lidfalte und so. Das ist quasi dann so mein Basiston für den ganzen Look. Und diese Mini-Paletten kosten ja auch irgendwie nur 5 Euro und e.l.f. hat in der Abteilung, nenne ich jetzt einfach mal, bei diesen 4er-Paletten, Mensch, auch eine echt super Qualität. Bei den Quattros, so heißt das, ne? Mit meinen Scheibenwischerbewegungen verblende ich das dann quasi so ein bisschen auch nach oben, dass man da auch softere Übergänge hat. Und ich glaube, ich gebe mir den auch schon direkt mal an den unteren Wimpernkranz. Ich habe mir das Ganze schon mal etwas feenhaft grün gestaltet und nehme uns jetzt das Dunkelgrün, was ja hier daneben sitzt, auch wieder mit diesem Pinsel auf. Da dippe ich aber nur, oh ja, sehr vorsichtig rein, weil der ist etwas stärker pigmentiert natürlich, weil er nicht pastellig ist. Und den setze ich mir hier außen so ein bisschen rein. Und auch ganz leicht in die Lidfalte, sodass man da halt ja einen Schatten hinbekommt, ne? Und den setze ich mir auch bis zur Hälfte ungefähr an meinen unteren Wimpernkranz. Und da kann man einfach für sich natürlich entscheiden, ob man das Ganze noch intensiver aufbauen möchte oder ob man sagt, komm, heute möchte ich das ein bisschen softer haben, ne? Also ich finde es eigentlich so total schön. Muss gleich mal gucken, ob ich das beim anderen Auge auch so soft hinbekomme. Ansonsten muss ich halt nachkorrigieren. So gefällt mir das doch eigentlich wirklich, wirklich gut. Jetzt fehlt nur noch Schimmer. Safety first, ich habe ganz gerne den NYX Glitter Glue in Einsatz. Einfach, weil ich hier ja auch immer eine ganze Weile drehe, sehr viele Videos drehe. Und dann möchte ich einfach, dass der Glitzer bzw. der Schimmerlidschatten an Ort und Stelle bleibt. Ich nehme dann einfach immer ein kleines Würstchen hier auf den Pinsel drauf und verteile mir das ganz entspannt auf meinem beweglichen Lid. So weit, wie ich halt auch Schimmer nachher auftragen möchte. Das kann man auch mit dem Finger machen, aber mit dem Pinsel ist mir das einfach angenehmer, weil ich ein bisschen präziser damit arbeiten kann. So, dann mache ich jetzt zuallererst diesen, ja, ist eigentlich auch ein hellgrün Schimmer, ne? Aber dieses dunklere Grün als Schimmer mit dem Finger auf mein, was? Ja, nimm es mit dem Finger auf. Sieht wunderschön aus, ne? Und das tupfe ich mir auf mein Lid. Lass ungefähr das, ja, innere Drittel lasse ich ungefähr frei. Das ist dann so die Zone für den hellen Schimmerton. Man kann auch hier mit dem Blendepinsel das, ja, den dunklen Ton da auch so reinblenden, wenn man möchte, ne? So, und für den inneren Bereich meines Augenlides nehme ich dann den sehr hellen Schimmerton, der auch schon ein bisschen Hardpin bei mir hat, weil ich da schon sehr viel mit rumgerödelt habe. Der ist extrem schön. Also den mag ich auch sehr gerne leiden. Und der ist, glaube ich, sogar Duochrome. Ich ziehe mir den auch ein bisschen immer mit auf das,
auf die andere Farbe mit drauf, damit man da auch so einen schönen Farbverlauf hinbekommt, ne? Und diesen hellen Schimmerton gebe ich mir auch super gerne in meinen Innenwinkel. Also ein wirklich simpler, aber ich finde sehr, sehr schöner Augenlook, ne? Das mag ich einfach, diesen grüne Augen, das ist meins. Also am liebsten dann noch irgendwie ein Gelb auch mit dabei, aber das hat die Palette jetzt natürlich nicht hergegeben. Aber die vier Töne, die drin sind, sind sehr, sehr schön. Jetzt gibt es einen Eyeliner, da habe ich den H2O Proof Eyeliner Pen. Das ist dieser hier, den man vorher schütteln muss und damit ziehe ich mir jetzt einen Eyeliner. Okay, der gibt fast schon zu viel Farbe ab, das ist ja heftig. Also da traue ich mich auch gar nicht richtig groß zu korrigieren, weil der richtig, 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 richtig viel Farbe abgibt. Das ist Wahnsinn. Ja, ne? Also wer sowas mag, ist hier auf jeden Fall sehr gut beraten. Dann verwende ich ein Setting Spray, das ist super toll. Das Stay All Night Microfine Setting Mist. Mist. Und ja, das hat wirklich einen sehr feinen Sprühnebel. Das ist so geil. Richtig, richtig, richtig toll. Also das mag ich irre gerne. Gehe jetzt aber trotzdem noch mal kurz mit dem Schwämmchen drüber. Boah, krass, ich spüre diesen Eyeliner, weil da einfach so viel Produkt von abgekommen ist. Wahnsinn. Okay, jetzt wimpern ich meine Biege. Ne? Habe ich hier eine Zange wimpern. Okay, ich muss jetzt sagen, im Laufe der Zeit setzt sich hier bei der Niacinamid-Seite die Foundation und auch der Concealer ein bisschen mehr ab und sieht ein bisschen mehr nach, ich habe was drauf aus, als auf der Putty Primer Geschichte, See Putty Prime. Man sieht es hier wahrscheinlich auch am Kinn, ne? Ja, genau. Also da würde ich dann tatsächlich eher den Putty Primer empfehlen. Okay, also zwei Mascaras habe ich hier. Einmal die Lash It Loud, das ist diese hier. Und die Big Mood, das ist diese hier. Oh, wir haben ein Gummibürstchen und ein Faserbürstchen. Die Lash It Loud hat ein Gummibürstchen und die Big Mood hat ein Faserbürstchen. Hier haben wir eine Erdnussform bei dem Faserbürstchen und eine relativ gerade Form bei dem Gummibürstchen. Beide riechen soweit nach nichts. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht, dritte Schicht. Also der Punkt geht eindeutig an die Lash It Loud. Genau, weil die auch auf dem Auge definitiv lauter rauskommt und mir viel besser gefällt. Und, oh, da bin ich aus dem Bild geflogen. Da werde ich auch von dieser Mascara noch auf dieser Seite ein bisschen nachlegen, damit das Ganze auch ein bisschen angeglichen ist. Mag ich sehr, sehr gerne. Was eine coole Mascara. Hätte man dem Bürstchen auch erst gar nicht so zugetraut, ne? Ich hätte wirklich gedacht, dass die Big Mood einfach viel, viel mehr drauf hat. Nö. Krass, ne? Das ist jetzt mit einer Schicht Lash It Loud nochmal mit dazugekommen. Finde ich schon bemerkenswert. Also die beige, bronzefarbene ist richtig, richtig geil. Kann ich euch voll empfehlen. Beide sind in der Infobox verlinkt. Je nachdem, welches Finish bei Wimpern ihr so mögt, ne, könnt ihr euch da eine aussuchen. Und jetzt gehen wir mal zu den Lippen. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Keine Ahnung. Ich habe es eben online nicht gefunden. Sheer Slick Cherry Slush. Das ist eigentlich eher wirklich so ein ganz dezentes Produkt. Und das möchte ich mir jetzt über meine Lippen drüber machen. Ich glaube, das passt ganz gut. Das ist nämlich eher so wie ein getönter Lippenbalsam, ne? Aber es passt zum Oberteil oder zum Kleid vielmehr und auch zu dem sehr pastelligen Look. Also ein sehr schönes Lippenprodukt, muss ich wirklich sagen. Hat sich toll auftragen lassen. Und ja, jetzt habe ich hier einmal meinen fertigen Look mit dem Full Face Elf. Leute, es gibt so tolle Produkte von Elf. Habt ihr jetzt in dem Video auch gesehen, man sollte sich die Marke mal wieder ein bisschen intensiver anschauen, finde ich. Ne? Also die haben tolle Produkte, ich fühle mich super wohl damit. Ich finde auch, dass das sehr, sehr stimmig alles aussieht. Und ja, schaut gerne vorbei, wenn ihr möchtet. Alles in der Infobox verlinkt, das habe ich jetzt schon sehr häufig gesagt. ja, das war es auch schon wieder von mir. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.